Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir unser erstes Lager geräumt, sage ich mal, und wir haben ein paar mysteriöse Angriffe, was heißt mysteriös, so mysteriös waren sie gar nicht, aber ein paar Angriffe diesen Mykonos zuschreiben können. Einmal hat er eine Steintafel geklaut und einmal Nahrungsmittel geklaut und dabei halt die ganzen Wachen getötet. Und wir haben jetzt den Auftrag bekommen, diesen Mykonos einfach mal den Garaus zu machen, was wir auch tun werden. Und ja, gar nicht lang groß rumreden, weiter geht's. Und zwar müssen wir dafür... war doch hier irgendwo. Jetzt ist er nicht mehr... Jetzt wird's nicht mehr gezeigt. Na egal. Quest. Und mir stinkt's schon ein bisschen, dass die Quests mitleveln. Das fand ich beim alten Assassin's Creed Origins besser, dass die nicht mitleveln. Okay, das können wir zerlegen, das brauchen wir nicht. Und hier Bogen. Der ist noch nicht gut. Aber der könnte gut sein. Aber da warte ich noch. Müsste auf der Baustelle Helme tragen. Fähigkeiten habe ich auch eine. Die habe ich noch nicht vergeben, genau. Kann das 6 Krieger, 5%, 2% Gesundheit? Nee. Bleiben wir bei dem, was wir haben. Wie gesagt, wenn wir Level 10 sind, grade ich das alles mal ab. So, wo war ich denn? Das ist das Gift. Effektivität erhöht sich. Die Luft klingt auch geil. Geladener Angriff. Erhöht den Kriegerschaden. Steigern wir das nochmal. Würde ich mal sagen. Zweite Waffe wäre ganz cool, aber das müssen wir auch mal freischalten. So, jetzt haben wir das mal gemacht. Oh, ich wollte die Quest auswählen. Ja, so. Das machen wir automatisch. Gauli! So, dann gucken wir mal. Vorher war Mykonos noch da hinten. Los. Da hinten. Mal, wie wir da hinkommen. Okay. Beweg dich, Cassandra. Okay.
Schau mal hier. Alter, das ist auch ein Riesenlager. Oh. Das ist ein Unentdeckter. Die Beute könnte mir gefallen. Das muss Hyrkanos Lager sein. Tja. Erstmal alle platt machen. Der war doch noch am Boden. Der lag doch noch am Boden. Irgendeine Spur? Meine Spur war kalt. Oh, ich suche weiter. Spürst du keine Chance? Ich brauche hier sofort Unterstützung. Okay, das war die falsche Taste. Oh. Das ist fies. Okay, das wird mir glaub wehtun. Deine Zeit ist abgelaufen. Ich sehe nichts mehr. Scheiß Gas. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Dass der Gas schmeißt. Also konnte ich gar nicht wirklich in Abwehrhaltung gehen, weil genau immer, wenn in Abwehrhaltung bleibt, dann normal ein bisschen zentraler stehen, aber die Granaten. Gebiet wird sicher gut verteidigt. Level 10. Mach ich das auch mal besser. Dann kann ich jetzt den nämlich eliminieren. Okay, das wird wieder stehlen. Stehlen wollen wir nicht. Oh oh.
Komm her. Das hat sich wirklich gelohnt. So, Spasti. Okay. Der ist dann quasi direkt eins runtergerutscht. Okay, gucken wir mal, was der mir jetzt Schönes gegeben hat für Dolche. Dann kann ich auch das immer upgraden. Hier habe ich ihn gerade. Attentat. Oh ja. Das ist geil. Nice, nice. So. Dann erstatten wir doch mal Bericht. Hui. Da bin ich wieder. Der Söldner Hyrkanos ist tot. Sparta dankt dir, Söldnerin. Und meine Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Boah. Toll. Na, meine Belohnung waren die Dolche. So, was haben wir noch an Quests? Dietenziele, Schiffe, botanische Dinger töten. Ja. Also müssen wir den Typ killen. Den Typ killen, der ist da hinten. Aber wir haben hier nochmal eine Quest. Die will ich vorher haben. Aber erstmal gehen wir mal in die Aussicht. Klassisch, wie immer, erstmal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Jawohl. Mein guter Gaul. Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Guten Tag. Möchte euch nur geschwind mal aufs Dach steigen. Das macht euch doch nichts aus, oder? Sehr gut. Guck ich mal, was das ist. Das tat weh, aber
Oh, halt. Da ist dein Schmied. Komm mit, Phobos. Wir fahren noch kurz zum Schmied. Wir verkaufen nur die besten Waren. Also verkaufen wir. Oh, und ich kann den Bogen auswählen. Stimmt, ich bin ja jetzt Stufe 10. Okay. Was hast du denn? Nette Sachen. Und was würde Besserung kaufen? 77 von Eisen. Boah, das ist stark teuer. Boah, Alter. Das ist echt teuer. Was du für einen Haufen Material denn brauchst? So viel Leder habe ich gar nicht. Die Armschienen kann ich verbessern. Brauch nicht so viel. Und der Helm auch. Vielleicht für das nicht, dass ich zu wenig Leder habe. Hast du Leder? 82. Was kostet alles? $2000. Dann reicht's nicht zum Kaufen. Scheiße. Ja gut. Dann muss ich halt abwarten. Auf bald dann. Ob ich dann vielleicht mal bessere Sachen kriege. Eigentlich wäre es jetzt so einfach, ihn zu töten. Ah, der wird nachher auch noch da sein. Ich will zuerst mal die Quest mir angucken. Alter, die Dolche sind geil. Ja, renn halt weg, Phobos. Du Angstgaul. Glaubst du, Odysseus musste sich um seinen Vater kümmern? Wenn ich will, dass man sich an mich erinnert, kann ich nicht ewig hier bleiben. Steh da nicht rum. Odysseus. Tu, was ich dir gesagt habe. Meine kleine. Sandra, ich hab dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odysseus, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schönen. Bisschen flirten tut gut. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinen Problemen. Die Lampe
Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bett, das wir benutzen können. Du kommst direkt zur Sache, nicht wahr? Ich zeige dir, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Oh je. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Ja, dann holen wir doch mal. Gaul? Nicht wieder abhauen, nicht? Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Und weiter. Mit den Dolchen geht's ab wie der Wirbelwind. So, Gaul. So, jetzt holen wir die, das Elixier. Ja, das sind liebe Hunde, denen tue ich auch nichts. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Obos? Und los. Immer muss man auf den Kerl aufpassen. Dreht man sich einmal um, ist er futt. Jetzt hätte ich auch raus. Nee. Schade. Das kann ich voll auch. So. Bam. Diese Männer kamen im Auftrag des Anführers von mir.
Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Das ist nicht nett. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Du scheinst zu einem Problem für Megaris zu werden. Wie kannst du so etwas sagen? Das stand in dem Brief. Dieser Angriff war kein Zufall. Megaris bekommt nur, was es verdient. Ich bin das Opfer hier. Der Anführer sieht das anders. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Da bin ich mir nicht so sicher, aber vielleicht kannst du mich umstimmen. Würde ich, aber diese Neuigkeit belastet mich. Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Oh. Wenn wir schon hier sind. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das hoffe ich. Du sagtest, ich wäre das Problem. Woher weiß ich, dass deine Meinung nicht längst feststeht? Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Du sagtest, du wärst gerne wie Odysseus. Aber wir können mehr erreichen. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Das gibt einen Haken. Was ist, wenn die anderen das unterstützen? Hast du daran schon mal gedacht? Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Tja. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben und dann Welt verteilen. Denn wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation mal aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Und euch dann auch mitteilt, wann bei uns wo wie was geht. Sollte YouTube das dann doch mal nicht tun, solltet ihr zusätzlich den Twitter-Account von Dennis einen Follow reindrücken und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen, weil Twitter und YouTube miteinander verknüpft sind. Und wenn wir bei YouTube einen Blödsinn machen, twittert Twitter an euch raus. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir diese Behausung, sag ich mal, durchwühlen. Und bis denn dann. Ciao.